Ihre Alben zählen zu den weltweit meistverkauften. Sie haben viele Musikpreise abgeräumt, wie den Grammy, den Echo oder den World Music Award. Jetzt ist die US-Band Linkin Park auf Tournee in Deutschland. Zum Auftakt gestern Abend in Hannover gab es vor allem Hits aus ihrem neuen Album Minutes to Midnight. Treibende Gitarrenrhythmen, ein DJ, der mit seinen Samples und Scratches für den Industrial-Effekt sorgt, und das unglaubliche Organ von Sänger Chester Bennington. Das ist Linkin Park. Die TUI Arena in Hannover ist ausverkauft, wie auch die 14 weiteren Konzerte auf der diesjährigen Europatour. Crossover, New Metal, der Linkin Park Sound passt in keine Schublade. Wir haben immer versucht, kreativ zu sein und wollen es auch bleiben. Wir treiben uns gegenseitig nach vorn, machen die Art von Musik, die uns gefällt. Das aktuelle Album Minutes to Midnight gehört zu den drei bestverkauften Alben des vergangenen Jahres in Deutschland. Nicht nur die Musik ist reifer geworden, auch die Texte. In Hands Held High üben sie deutliche Kritik an George Bush. Mit ihrer Organisation Music for Relief helfen sie Opfern von Naturkatastrophen. Wir bringen uns ein, so gut wie möglich. Das hängt von den Geldern ab, die wir sammeln. Die geben wir dann den Opfern schwerer Katastrophen überall in der Welt. 12.000 Fans in Hannover sind begeistert. Einfach grandios. Linkin Park halt. Typisch. Hammer-Show, die besten Songs, die es jemals gab. Einfach geil. Super. Total genial. Am 20. Januar spielt die Band in Frankfurt und am 21. in Köln. Karten gibt's nur noch auf dem Schwarzmarkt.